Damit ist auch die Stück zu verbeißen, auch Flächen wirklich auszuräumen und aus der Buschflächen eine Weideflächen zu machen. Das ist meine Beobachtung und deswegen schätze ich diese leichte Rinderrasse auch sehr. An den Platz 1 habe ich das Tier mit den stabilsten Fundament und mit den besten Übergängen von der Schulter zum Körper gewählt. Dieses hat auch die 264 ein schönes, dunkles Kalb bei Fuß und eine sehr schöne Euteranlage ist insgesamt fein und wie gesagt sehr stabil im Fundament. Deswegen steht dieses Tier an der Stelle 1a. Herzlichen Glückwunsch. Position 1b, auch eine sehr schöne Kuh mit der Katalognummer 265 mit einem doch schon sehr stattlichen Kalb. Etwas besser war der Vorgänger, die Vorgängerin im Fundament, aber dieses Tier wird sicherlich auch lange Nutzen bringen mit dieser Anlage im Körper und mit einer sehr schönen Euteranlage. Auch die Katalognummer 63, auch dieses ein sehr schönes Tier, sehr feines Tier. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie uns die Tiere vorgestellt haben. Ja,